The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ehrenhaft in Absicht und Tat. Seid aber untereinander freundlich und herzlich. Und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Grundsätze, Recht und Ehrlichkeit sollten stets geschätzt werden. Wo die Taktik zu Hause ist, wird die Ehrlichkeit nicht bleiben. Die beiden werden nie eins werden. Die eine gehört zu Baal, die andere zu Gott. Der Meister fordert von seinen Dienern, in ihren Absichten und Taten ehrenhaft zu sein. Wer die Ehrlichkeit zu seinen Gefährten wählt, wird sie in jede Handlung einfließen lassen. Solche Menschen gefallen natürlich vielen nicht, aber Gott findet sie schön. Satan wirkt darauf hin, sich überall hineinzudrängen. Er möchte gute Freunde entzweien. Es gibt Menschen, die immer schwatzen und ratschen und falsches Zeugnis reden, den Samen der Disharmonie aussehen und Streit verursachen. Der Himmel betrachtet diese Menschengruppe als Satans wirksamste Diener. Und doch ist der Mensch, der verletzt wurde, viel weniger gefährdet als ein anderer, um den man herumscharwenzelt und den man für Leistungen, die ihm offensichtlich geglückt sind, übermäßig lobt. Das Lob angeblicher Freunde ist gefährlicher als Tadel. Jeder, der sich selbst lobt, wischt von seiner Bestleistung den Glanz ab. Ein wirklich edler Charakter wird sich nicht dazu herablassen, den falschen Anschuldigungen seiner Feinde entgegenzutreten. Jedes gesprochene Wort erweist sich als unwirksam, denn es stärkt das, was es nicht überwinden kann. Der Herr möchte sein Volk eng mit sich vereint wissen, mit dem Gott der Geduld und der Liebe. Alle sollten in ihrem Leben die Liebe Christi kennen. Keiner wage es, den Ruf oder die Stellung eines anderen zu schädigen, denn das ist die Bezogenheit. Er spricht niemals von einem anderen Menschen geringschätzig. Vielleicht ist er in den Augen des Herrn groß, während andere, die sich groß vorkommen, vielleicht von Gott weniger geschätzt werden, weil ihr Herz verborgen ist. Unsere einzige Zuflucht ist, demütig am Fuß des Kreuzes zu liegen. In den eigenen Augen klein zu sein und auf Gott zu vertrauen. Denn er allein hat die Macht, uns groß zu machen. Jetzt werden die Urteilskraft und Fähigkeiten aber benötigt. Die Arbeit eines jeden ist wichtig genug, um sorgfältig und treu erledigt zu werden. Einer kann nicht die Arbeit aller tun. Jeder hat seinen eigenen Platz und seine besondere Aufgabe auszuführen. Jeder sollte sich bewusst machen, dass seine Arbeitsweise einmal vor dem Gericht standhalten muss. The Lord is coming. Are you ready?